herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zum ersten Bundesligaspiel in der neuen Saison. Wir sind in der dritten und unser erster Gegner ist auch gleich Hannover 96. Und ich muss echt sagen, unser Kader ist extrem groß und ich komme mir schon so ein bisschen vor wie Pep Guardiola, der echt schon so das Luxusproblem hat. Wen wechsle ich denn jetzt ein? Ich muss ja immer irgendwie rotieren, sonst sind die alle gleich beleidigt. Ich habe so viele jetzt auf die Verleihliste gemacht und es will sie einfach keine. Es will sie keine. Und jetzt habe ich mal die ganzen Jugendlichen aus dem Jugendstab halt einfach mal wieder in die Reserve zurückgebracht. Und versuche hier auch mal, man kann ja auch nur bis zu drei Jungs auswechseln und das wird halt immer ein bisschen kompliziert. So. Aber ich finde, unsere 4-3-3 Option, nee, 4-2-3, oder welche Formation haben wir jetzt? Ich muss selbst mal kurz gucken. Also wir haben 4 hinten, dann kommt 2 Dings. Das müsste 4-2-1-3 sein. So müsste es sein, ja. So. Und ja. Ich habe jetzt mal Maximilian Beister, das habe ich mal offline ganz schnell gemacht. Den habe ich mal auf die Verleihliste gesetzt, weil er ist rechtes Mittelfeld und da haben wir aber so viele. Wir haben halt noch Nikolai Müller dort und wir haben hier Karim Bellarabi, den ich gerade mal frisch eingesetzt habe. Und den müssen wir natürlich auch irgendwo powern. Und verkaufen wollte ich natürlich nicht, weil ich möchte schon so ein bisschen noch den Hamburger Sportverein so lassen, damit, aber das müssen auch irgendwo alle mal so ein bisschen verstehen, dass nicht alle Jungs irgendwie da bleiben bis zum Ende ihrer Begegnung oder so. Das muss auch allen mal irgendwo klar sein oder so, ne? So. Ja, geht schon mal gut los hier. Heuberg auf. Und. Oh, schon die erste wunderbare Situation hier. Ja. Okay, da war jetzt niemand. Oh. Aber in der Mitte ist jemand. Ah, Diekmeier sehr gut durchgesetzt und dann, jetzt aber beim zweiten Mal, gab es dann nachher den Freischuss zum Glück auch noch für uns. Obwohl wir ihn hier, Paulo Dybala, ich sehe ihn manchmal auch gar nicht im Mittelfeld, sondern auf dem Flügel. Also er ist wirklich so ein super Allrounder. Super. Amerikan. Da sind wir leider nicht rangekommen mit dem kleinen Josué. Ah. Da kommt einfach mal der Heuberger. Oh, Green. Ne? Hätte mal den Ball lieber annehmen sollen, dann wäre das auch gut geklappt. Und meine Art des Spielens wird jetzt so ausgehen, dass wir halt versuchen, im Zweikampf mal zu gewinnen. Okay. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja, das war mir nämlich schon klar. Okay, 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 okay. Ja, schön. Oh, jetzt ist da aber keiner hingegangen. Das war das Problem. So, Dybala gibt den Ball ab. Oh, 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 oh. Eieiei, da kam Hoffmann und hat die Chance genutzt, das Ding gleich ins Aus zu machen. Und somit natürlich hier jegliche Chance. So. Und kriegen wir den noch? Nee. Aber wir kriegen den Freistoß. Und Hannover muss im nächsten Spiel gegen Stuttgart ran. Und da kommen ganz gute Gleichgesinnte, denke ich mal, aufeinander. So, 20 Minuten sind jetzt rum und es geht in die richtige Richtung, denn es geht in die Richtung des Tors von Hannover. Das erste Pflichtspiel.
Wir versuchen hier mal wieder nichts Großes. Wir werden mal kurz abgeben. Heuberg. Na, Dings war nicht ganz da gewesen. Vielleicht können wir nochmal auf Green. Nee. Das wird leider nichts, aber Einwurf wieder für uns. Ja, falls wir zum Beispiel den italienischen Rechtsverteidiger nicht kriegen, habe ich ja noch auf dem. Habe ich sonst noch einen auf dem Radar. Oh, was war das? Das war ja schon fast Hand oder so. Ah, ein Ball zu viel. Okay. Ja. Da sehen wir ihn. Balui! Und er macht ihn rein! Er macht ihn rein! Unser ZOM. Super Balui. Ja, und dann ist es auch schon in der 27. Minute da von Dybala. Sieht ihn super. Der geht gleich nach links und züppelt das Ding ohne große Kompromisse rein mit dem Innenriss. So wie wir ihm das beigebracht haben. Ah, schönes Ding. Schönes Ding. Ja, so muss das gehen. Ja, 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 da wird die Miene ein bisschen groß, Fares Balui. Sein erstes Tor in der dritten Saison. Das macht er gut, der Junge. Er ist auf jeden Fall ein hohes Talent. Genauso wie Hani Mukhtar. Ja, auch das Durchsetzungsvermögen des Franzosen ist enorm. So. Schmiedebach bleibt da an Emre Can stehen, aber der kommt halt nicht weit genug davon weg. Aber wir bekommen es hin. Oh, schön gemacht von Bellarabi. Ach, jetzt ist der Rückpass leider ein bisschen schlecht organisiert gewesen. Okay, das wäre eh, glaube ich, abseits gewesen. So. Dein Baller da mit dem Versuch. Okay, okay. Ah, okay, da sind wir mit Karim Bellarabi ein bisschen hart reingegangen. Ja, Bellarabi nochmal. Oh, beim zweiten Mal hat es denn leider nicht ganz so geklappt. So, Emre Can mit der Chance. Kann den weitergeben. Oh, Julian Green. Wäre da vielleicht noch die Möglichkeit gewesen, den Pass zurückzugeben? Nee. Er war dann doch zu doll gedeckt. Und dann hat er es einfach mal versucht. Und es ist in so einer bedrängten Situation nicht leicht für einen Spieler, da die richtige Balance zu finden und dann den Abschluss auch zu machen. Ja, super Heuberg. Er macht das. Ah, dann kam dieser lange Pass leider nicht an. Oh, super gemacht. Ja. Balui da mit Stinsel. So. Wir sind hier noch nicht fertig. Auch Karim Bellarabi geht mal nach hinten. Jetzt haben sie es mal geschafft und dann gibt es dann doch den Freistoß gegen HSV, also da wurde Kiyotake wohl angegriffen. Und das in einer gefährlichen Position. Kraft ist, hatten wir es ja, ist jetzt Kraft eigentlich? Ja, Kraft hier ist noch drin. Es ist jetzt immer noch die Verhandlungen zwischen Köln und Hamburg, zwischen dem Wechsel. Das sollte aber alles glatt gehen. Und wir werden hier mal kurz hochspringen. Oh. Das war mal die einzige gefährliche Situation hier. Ja. Im Rücken dort von, ich glaube, es war Balui, glaube ich, gewesen. Ja, da konnte sich jetzt mal Dybala durchsetzen und dann geht das Ding auch noch so gnadenlos ins Aus. Das ist natürlich auch sehr bitter.
jetzt keiner gewesen. Das Beinchen kam eine Sekunde zu früh und da ist es zu Ende. Die erste Halbzeit und wir führen mit einem gerechten 0:1. Hätte meiner Meinung nach ein bisschen höher sein können. Aber wir wollen nicht zu viel fordern. Es ist das erste Spiel, es ist das erste Pflichtspiel und wir machen ein gutes Spiel. Ja? Fares Baloui in der 27. Minute und wir gehen jetzt erstmal ganz kurz in der Pause, schauen uns dann mal die Statistik an. Und so sind noch die anderen Spiele der laufenden Partie. Und wir gucken mal in die Dings und ja, das sieht doch eigentlich recht gut aus, außer der Ballbesitz. Aber das ist irgendwo immer total egal. Die Schussgenauigkeit hätte noch ein bisschen besser. Ich glaube, das ist einfach 50%, weil ja, einmal hat Baloui halt drauf und getroffen und dann wieder Bakali halt mit nicht drauf. Ja, es sind zwei Schüsse. Eine saß, eine nicht. Deswegen 50% Passgenauigkeit bei 72%. Ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen besser hinkriegen demnächst. Und ja, sonst sieht es eigentlich aus meiner Sicht ganz gut aus. Ihr könnt ja, wie gesagt, auch ganz gerne mal immer schreiben, wie ihr so die erste und die zweite Hälfte mal gefunden habt. Und was ihr auf jeden Fall immer nach jeder Folge draufschreiben könnt, ist ja die Aufstellung, eure Wunschaufstellung für das nächste Spiel. Ja, wenn ihr gesehen habt, ihr guckt euch am besten erst die Folge an. Kein Abseits. Das hat nicht geklappt. Ach, verdammt nochmal. Und dann guckt ihr euch, wie gesagt, die Folge an. Ja, dann habt ihr gesehen, wie die Spiele halt so funktioniert haben. Und und könnt dann halt schauen, so, ob ihr den Spieler denn halt nochmal drauf haben wollt oder halt nicht. Ja. So. Den haben wir gut gesehen. Ah, da konnte... Okay. Okay. So. Diekmeyer jetzt. Okay, das war jetzt ein bisschen zu schnell für Bellarabi. So, den hat Bellarabi, glaube ich, wieder angenommen. Nee. Uiuiuiuiuiuiuiui. Oh, Green! Ja, was gibt's jetzt? Und jetzt werden wir, glaube ich, sehen. Ja, unser nächster Kandidat, und dann wisst ihr schon mal Bescheid, ist Bayer 04 Leverkusen. Dann könnt ihr gleich mal raufschreiben, wie wir gegen Bayer Leverkusen aufgehen wollen. Ob wir da auch wieder mit unserem Flügelspieler spielen wollen oder ob wir dort ein wenig uns zurückhalten wollen. Oh, das gibt's doch nicht, alter Junge. Das glaube ich doch denn jetzt wohl eben nicht. Eine Sekunde, nachdem ich schon gedrückt habe, haben sie ihm den Ball abgenommen. Ah, der ist im Abseits, ne? Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Es war wohl kein Abseits. Und der Versuch, wie Bellarabi, Baloui halt mit dem Innenriss, hat leider nicht ganz geklappt. So, die machen jetzt schon die zweite Auswechslung. Und ich würde sagen, wir gucken auch mal ganz gut, wen wir denn mal hier jetzt ein bisschen austauschen können. Das ist wieder die Frage der Fragen. Also, unser Jungs kann Stürmer spielen. Der kann nur ZOM-Dings. Der konnte auch nur Mittelstürmer spielen. Da haben wir nämlich jetzt keinen wieder, der nämlich Dings machen könnte. Das ist nämlich das Problem. Ich würde sagen, wir wechseln Beister und Werner, machen wir mal hier auf Emre Can und Heuberg die Situation auf und ihnen geben wir mal dann die Position und ihnen geben wir die Position und dann könnten wir uns überlegen nachher,
Ob wir bei Louis für Mukhtar machen oder Müller für Dybala. Vielleicht. Nee. Irgendeiner ging doch auch noch. Ach ja, Bellarabi war ja der, der auch rechte Flügel und Mittelstürmer spielen kann, genau. Was kann der denn? Und der kann nur ZTM spielen. Also bleibt es nur eine Auswahl zwischen den beiden. Da gucken wir mal, wer denn nachher als erstes ein wenig schwächelt. Und von daher schauen wir mal. So. Da gibt es ein paar Pfiffe. Sind wohl irgendwie nicht ganz damit einverstanden. Kann ich nicht verstehen. Aber die Jungs müssen halt auch mal spielen. So, Sobiech. Ich glaube, das ist der, den wir, das ist der eine von uns, der ja zu Hannover gewechselt ist. Wow. Da ist er auch schon. So, Kleber hat sich gut bei Sobiech durchgesetzt. Oh. Stindl, Pander. Aber da kommt Diekmeyer. Gibt das Ding gut auf zurück und dann ist da keine. Oh, verdächtig. Weiß der, gib weiter. Green. Gib den weiter. Oh. Da wäre die Chance eben gerade wieder für Dybala gewesen. Okay, okay, das war ein rüdes Eingehen. Zum Glück gibt es da kein Dings, sondern nur den Wechsel macht Cello. Das ist doch jetzt nicht mal Cello aus Dings, oder? Von, aus Spanien? Nee, ist er nicht. Uiuiuiui. Das wäre es jetzt echt noch gewesen. Und jetzt überlegt mal, liebe Leute. Bayern versucht hier in der dritten Saison Messi zu bekommen. Hallo, die haben schon Falcao und Lewandowski, Robben und Ribéry, Alter, und Götze und hast du nicht gesehen? Wie soll das denn enden? Oh Mann! Ich wollte es nochmal zurück und wollte lieber in den Innenriss, aber dann dachte ich mir, schießt du mal ganz rauf, gleich durch die Beine hinweg. Aber hat nicht ganz so geklappt. So, jetzt versuchen wir es mal mit der Ecke. Oh. Gaia. Und nochmal Ecke. Oh, nee. Okay. Subotic, das war leider nichts. Ja. So, machen wir gleich mal weiter hier. Wir könnten sonst auch mal gleich mal gucken. Ah ja, okay, Balu ist jetzt doch schon ein bisschen erschöpfter. Und da würde ich ganz eindeutig sagen, holen wir uns Muck da rein. Da können wir immer noch, das ist immer das Gute, da sind immer zwei, die sind immer gut am Machen. Ups. Jo. Okay. Und, oh, das wäre ja jetzt... Oh, ja, wir waren eigentlich schon gut dran. Ne? So, jetzt kommt da... Ah, okay, jetzt müssen wir aufpassen dort. Das habe ich nämlich geahnt, dass wir da mit Stindl nämlich das Problem bekommen. Und jetzt haben wir nämlich das Problem. Da haben sie ganz kurz mal uns ausgekontert. Aber da war es zum Glück auch, wäre es ein Abseits gelaufen, Andersen. Trotzdem einmal eine gefährliche Situation, wo wir halt wirklich auftauchen müssen. So, jetzt kommt Hani Mukhtar für Balu. Das geben wir jetzt hier auch mal gleich mal weiter. Oh. Und hier die Chance. Alter, das ist doch... Es ist doch nicht... Es ist doch nicht zu glauben, Alter. Jetzt ist es ja auch wieder die Frage, wen gibt man jetzt hier die Schuld? Ja. Oh, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Jetzt gehen auch alle mit nach hinten. Jo, super. Ja. Ja, oh, da verletzt. Nein, das ist der Nächste, der verletzt ist.
Oh. Okay, es hat leider nicht mehr reichen sollen. Es war ein Pflichtspiel. Es war das erste Pflichtspiel. Und ich muss sagen, wir haben gewonnen. Das zählt am Ende erstmal wirklich, liebe Leute. Und ich denke mal, da seid ihr definitiv mal mit mir eins. So, wir hatten ja gesagt, wir wollen ganz gerne auch schauen, wie haben die Jungs gespielt. Nee, Höhepunkte wollten wir jetzt nicht. Spielebewertung. Hier seht ihr jetzt nochmal die Spielebewertung. Der Baller hat eine 8,2, ist auch Spieler des Tages geworden. Geier hat in meinen Augen auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Und ja, Balui hat eine 7,8 und Green nur eine 6,6. Finde ich eigentlich ein bisschen komisch, aber hat sich auf jeden Fall gelernt. So, wir können hier gerne nochmal reingehen. Schüsse aufs Tor, erfolgreiche Pässe, ja, 8 von 12. 5 von 7 waren für Green, richtig. Bellarabi hat 6 von 10. Das ist halt schon sehr, sehr gut. Beißer zum Beispiel 3 von 3, perfekt gemacht. Gaia 8 von 9, auch super. Auch das Ding von Diekmeyer 9 fürs 11, super gut. Ja, die Dinger hier sehen auch gut aus. Erfolgreiche Flanken. Er hat leider irgendwie gar keine richtig gut gemacht. Ne? Green hat eine gemacht, Dybala hat eine gemacht, Bellarabi hat eine gemacht, aber keine war richtig gut gewesen. Das ist schon recht schade. Dybala hat keinen Zweikampf gewonnen. Bellarabi hat 3 von 5, das ist schon okay. Green leider nur 1 von 3. Diekmeyer aber wieder 4 von 6. Kleber 4 von 6. Gaia leider nur 3 von 7, ist auch ein bisschen zu wenig. Und ja, das ist aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ist das mal eine gute Wertung gewesen. So, hier sehen wir, der Junge hat auf jeden Fall gut gekämpft, seine Spielbewertung 8,2, der entwickelt sich dort richtig gut. So, gucken wir mal weiter hier, die haben alle nicht so wirklich doll gekriegt. Balui hat seine 7,8 bekommen, also ne, im Großen und Ganzen eigentlich ein ganz gutes Spiel. So, und dann schauen wir jetzt mal ganz kurz noch, wir haben noch eine Dings. Korea ist abgegrast, ja. Okay. Genau, ich lasse das mal noch ganz kurz auf. Wohin wollen wir Kevin Kleiber schicken? Unseren Dings, sagt mir einfach mal, in welches Land wir ihn schicken wollen. Und dann werden wir ihn da mal hin verfrachten. So, PSG verpflichtet Sidui Doumbia für 27,5 Millionen. Wisst ihr, der ist denn schon mal vom BVB weg? Liebe Leute, ist weg vom BVB, ja, also nichts mehr. So, wir sind jetzt hier mit unserem ersten Spiel auf Platz 3 gekommen. FC Bayern hofft, Messi bald zu verpflichten. Oh nein, bitte nicht. Ja, wir gucken mal ganz kurz auf die Tabelle. Bayern 04, Leverkusen, also unser nächster Gegner ist auf Platz 1. Sie haben 3 Tore gemacht, ein Gegentor. Ja, das ist, ist schon recht doll, ne? Wir sind aber auf Platz 6, das ist schon mal ein guter Tabellenplatz und ist auf jeden Fall ausbaufähig. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal einen Schritt weiter bis zum nächsten Spiel, damit wir dann auch gleich mal wissen. So, endlich hat der Bengel das Ding angenommen. 4 Jahre, 180.000 kriegt er als Gehalt und er kriegt einen Bonus von 5%, wenn wir ein Spiel ohne Gegentor machen. So, jetzt ist verbleibendes Transferbudget minus 1 Million. Ach du heilige Scheiße, Alter, was ist denn jetzt los? Jetzt können wir das nicht annehmen wegen Dings. Ah, können wir mal über mein Gehalt reden? Nein, können wir jetzt mal erstmal nicht, Alter. Jetzt müssen wir jetzt mal wieder das Problem von dem scheiß Finanzbudget lösen. So, jetzt sollte das, glaube ich, funktionieren. Es ist doch auch wieder immer zum Kotzen, ne? Ja, jetzt funktioniert's. Bleibt uns natürlich gehaltstechnisch nichts wert. Also wir können echt nur noch hoffen, dass wir ein paar Spieler verkaufen können. Dass wir echt ein paar Spieler verkaufen können. Oliver Sorg haben wir dagegen eingetauscht, also alles gut. So, nein. So, jetzt müssen wir natürlich nur noch hoffen, dass der Junge der natürlich auch gut sein. Wir haben jetzt ein Angebot für Kraft bekommen. Die würden Dings kaufen. Die würden uns den für 4,4 Millionen abkaufen, aber das Ding ist, der geht doch eh. Der geht doch eh. Abgelehnt. Ihr Angebot geprüft. Wir können leider nicht zustimmen. Grund, ich möchte eine größere Rolle in meinem Verein spielen. Oh mein Gott, Alter. Jetzt geht das hier schon wieder los.
Habe ich nicht auch gesagt, wichtiger Stammspieler? Wir können dem Jungen doch nicht wieder, was hatten wir gesagt, Rotation? Okay, dann machen wir halt wichtiger Stammspieler. Wir können nicht essentiell, dann meckert der nachher wieder rum, dass wir ihm mehr versprochen haben und dann ist das auch schon wieder im Arsch. Also ganz ehrlich, also wenn das jetzt nicht klappen tut mit dem Horn, dann sage ich euch ganz ehrlich, dann verkaufe ich Dings und dann bleiben wir halt einfach nur bei einem Torwart. Ist mir jetzt echt ein bisschen zu doof, die ganze Sache jetzt hier ständig mit dem Scheiß, Alter. So, Frankreich ist auch abgegrast. Okay, also haben wir hier schon den nächsten, den können wir also können die schon für zwei Dings machen. So, wir haben ja Thomas Kraft, okay. Okay, das wäre wohl noch eins. Ah ja, Wolfsburg würde den für 4,6 Millionen kaufen. Wenn, würde ich da sowieso mehr verlangen. Davon mal ab oder so. So, jetzt müssen wir aber trotzdem irgendwie noch abwarten, wie viel das mit unserem Timo Horn geworden ist. Okay, das ist jetzt hier nochmal. Achso, Bayer Leverkusen würde ihn jetzt für 4,9 abkaufen. Lol. Okay, jetzt kommt hier nichts zu Dings. Oh mein Gott, Alter. Bödelt der sich aus? Okay, der Rest ist auch okay. Wir würden hier, glaube ich, noch ein Angebot. Och, jetzt Everton würde auch noch mal Thomas Kraft kaufen. Meine Güte, jetzt ist das hier aber los. Und ja, irgendwie kommen die hier nicht aus dem Knick. Das Angebot mit Tillauer-Dings geht irgendwie nicht los. Okay, dann würde ich sagen, dann war es das jetzt erstmal für diese Folge. Ihr könnt gerne noch mal rausschauen, wie wir das nächste Spiel machen. Ich zeige euch hier noch mal ganz kurz, wen wir denn alles haben. Ja, können auch gerne, ach, da ist sogar unser Rechtsverteidiger, seht ihr mal. Den können wir ja mal gleich mal raufstellen, ne? Damit ihr gleich mal Bescheid wisst. Und da holen wir uns gleich mal Thielsmann. Und den Rest lasse ich euch mal. Ich zeige euch noch mal ganz kurz hier, wie die einzelnen Gießenmann, den hatten wir ja schon mal gesehen, ne? Choose Love, das war unser Rechtsverteidiger. Wenn ihr euch das angucken wollt, macht das einfach mal. Ich kann euch die Dings empfehlen, die sind richtig gut geworden hier. Ich schicke die mal noch ein bisschen weiter nach oben. Unsere Jungs jetzt hier, außer ihn hier. Damit die mal ein bisschen weiter nach oben sind. Und dann passt das irgendwie schon so. So. Auf jeden Fall, ja. Ihr macht das irgendwie schon. Ihr sagt mir schon, wie wir auf jeden Fall gegen Dings angehen wollen. Ob wir wirklich so offensiv wieder angehen wollen gegen Leverkusen oder dann doch ein bisschen defensiver, da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen und ihr lasst einen Daumen nach oben da. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und sage bis dahin, liebe Zuckerfreunde.